Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück an diesem Sonntag zu NHL 23 zum Spiel gegen das Team der Woche mit Krejci 95, den ich immer noch beobachte zusammen mit Forsberg. Die 295-Karten könnten uns hinten raus einiges bringen. Ansonsten der Rest der Mannschaft eigentlich im Vergleich zu den letzten Team der Woche Spielern relativ schwach. Gibson im Tor ist natürlich spannend. Müssen wir mal schauen, wie der sich schlägt. Immer so eine 50-50-Geschichte. Ist auch das erste Spiel für Binier, Hughes und Dobson. Die dürfen dann heute Abend dann gleich nochmal ran für die Woche online. Müssen wir eh noch schauen, wie lang da die Folgen werden. Das ist meines Wissens Burst. Aber wir brauchen eine gewisse Punktzahl dafür, dass wir Silber erreichen. Silber haben wir letzte Woche nicht erreicht. Letzte Woche 2300 Punkte gehabt, so 2400 Punkte. Und wir haben am Ende 2700 gebraucht. Also fast 2800, 2770 waren es. Deswegen müssen wir mal schauen. So. Claude Giroux. Das ist der Spielzug, den kennen wir schon. Heisi kommt diesmal nicht hin. Stone auch schön gegen Dobson. McCann. Und das ist gleich mal Schomburg mit dem ersten Save für unseren HC California. McElroy, McCann, Campbell blockt, McDavid. Man müsste theoretisch auch schon, dass wir eine geupdatete Version von ihm kriegen. Taylor Heisey 1-0. Schön gekontert. McDavid außenrum, legt die Scheibe ab und Heisey macht das, was sie im Moment am besten kann. Es soll am Mittwoch noch ein... Oh, Heisi! Es soll am Mittwoch noch ein Team of the Season, also weitere Team of the Season-Karten geben. Ich rechne da bei den Young Guns tatsächlich mit Seagrass und Bedard. Das wäre natürlich supreme für uns. Auch wenn es ein Haufen Collectibles wären, die uns diesen Spaß kosten würden wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Giroux 2-0. Kämpft sich da durch. Stark gemacht. Aber trifft am Ende auch. Der 2-0 wollte ich sagen, 3-0. Niklas Lidström. Da hat er gar kein Problem durchzugehen. Novak. Mit drin. Wieder Bock. Oh, Tavares. Jetzt der Tavares. McKinnon. Timmins. Skinner. No work. Oh, 1-3. Jeff Skinner. Ja, das ist so einfach. Geht einfach hin, zack, hat die Scheibe. Daniel Sprong, ehemaliger Anaheim-Spieler. Miloski. Seagrass. Trevor Seagrass Gibson.
Schmalz. Und wieder hier Rikowski. Für Seagrass. Oh! Seagrass macht ihn. 4-1. Dachte da im ersten Versuch, dass der Pass schon nicht zu Panarin rüberkommt, aber der kann gut. Panarin trifft nicht. Oh, ich dachte, er wäre drin. Ist aber neben das Tor gegangen von Campbell. Der Versuch. Sarkic blockt. Beignet hinterher. Kriegt ihn aber nicht. Belzile. Campbell. Körner Bitter. Oh, schön gespielt. Bitter legt sich den zurecht. Schaut, Glück ist da. Schießt und trifft. McCann, oh, Berg, gut gemacht. Das ist Taylor Heisey für McDavid. Rose, Stone. Und das ist Noah Dobson. Und jetzt Achtung auf das Tempo. Nur Dobson, letzte Sekunde, wird er weggeräumt von Masek. Wäre jetzt wirklich schön alleine durchgegangen. Wird wieder von hinten angegangen. Giroux legt die Scheibe vorbei an Mrazek. Schön gemacht. McDavid kriegt den Check. Giroux setzt sich durch und trifft. Hier legt er die Scheibe um Mrazek rum, kriegt den Check von hinten noch. Reicht aber noch, dass er die Scheibe rumdrückt. Letzte Woche haben wir drei Spieler die 100-Punkte-Marke geknackt. Tavares, Heisey und McDavid. Oh, Hughes, das wäre jetzt die erste Chance gewesen für ihn. Skinner. Oh, Skinner around the net. Schön. Novak. Claude Giroux. Mehrere Tore, zwei Stück. Unter anderem diesen schönen, wo er sich hier gegen vier Leute durchsetzt. So, zweites Drittel, 6-1 Führung. Krejci steht da halt einfach nur, zack, kriegt die Scheibe und fertig. Heisig, schön abgefangen. McAvoy, uff. Taylor Heisig mit Tempo, Taylor Heisig mit Tempo für McDavid und Mrazek. Direkt in den Fanghandschuh.
Dobson. Das sind jetzt Schüsse. Ja. Die konnten wir, oder die hatten wir davor nur auf einer Seite immer so Schüsse. Und diese Schussmöglichkeiten. Mit Carlson haben wir sie sowieso schon eine Reihe dazu bekommen gehabt. Mit Jones hatten wir es noch einen Spieler mehr. Aber jetzt durch das Hinzufügen von Dobson. Wird gleich eine viel größere Möglichkeit. Das ist Taylor Heisey. Boah, Taylor Heisey! Schön gemacht. Die lässt Mrazek da voll aussteigen. Halleluja. Geht auf die Vorhand und legt ihn ins kurze Eck. Frech. Noch abgefälscht, fast. News kommt aber nicht so hin, dass es bahnbrechend gewesen wäre. Skinner, McKinnon, Novak. News, jetzt der Tempo, komm. Sie hat Tempo eigentlich, oh, Tavares. Chikrin, Alter. Hui. Hui. Der täuscht da den Fake an. Zieht die Scheibe kurz rüber. Und Burke springt komplett ins Leere. Halleluja. Schade, dass da keine Wiederholung kommt. Ich habe nicht weggedrückt. Können wir uns gerne anschauen, weil der war wirklich ein schöner Treffer. Jones, ja, weiß auch nicht ganz verstehe. Jones geht rein für den Jack hier. Ja, Knie auf Knie, das ist aber wurscht. Das erwischt er nur uns. Jeden anderen hätte sie wieder komplett zerlegt. Und Chikrin macht das aber super. Also das ist da, ist er komplett out of position. Und da hat er natürlich komplett freie Schussbahn. Das ist halt, ja, an sich theoretisch schlechtes Torhüter-Gameplay. Aber, mei, wir können sie nicht ändern. 7-2. Sprong, Lidström. Bin, muss sagen, bin ein bisschen enttäuscht noch von Reihe 2. Von denen kommt relativ wenig. Bin noch geschockt. Carlson Reihe 3 jetzt natürlich. Schmalz. Sprong. Der Holländer. Nein. Schmalz auch nicht. Rikoski und das ist Carlson einmal, Carlson zweimal, Sigris, Carlson und ab geht die Post. Über den schwedischen Verteidiger, der dann komplett weggeräumt wird. Sigris weiter, jawohl, Sigris hat die Scheibe. Sigris. Ach, kann sie nicht halten gegen Chikrin. Schön gespielt. Rosen. Oh. Sieges. Jawohl, schön. Ein Verteidiger aussteigen lassen. Hey, Manson steht richtig. Der ehemalige DAX-Verteidiger. Schön gemacht von Hirikoski. Matty Binney. Das ist Joe Sakic. Joe Sakic! Oh! Mrazek! Benier hat sich da, glaube ich, auch ganz gut eingelebt vorne. Dobson. Ah, Lidström. War nicht Lidström. War Campbell, glaube ich, mit dem Schuss. Ja. Uff, bin da. 97 Widerstandsfähigkeit, das merkst du halt nicht. Diese 97 merkst du halt nicht. Der kriegt einen Check und fliegt durch halb Amerika. Das ist echt
Moment, Ibini legt die Scheibe ab für Campbell. Für Dobson. Schuss kommt. Kann er nicht festhalten. Krejci. Bitter. Noah Dobson. Ah, Heisi wäre schon wieder da gewesen. Die schielt schon wieder auf dem Hattrick. Tell Heisi. Matty Benier. Hämmert das Ding am Tor vorbei. Well, ein Versuch war ja nicht schlecht. Aber bisher, glaube ich, keiner der Neuen schon mit einem Assist, oder? Irre ich mich da? Meines Wissens konnte bisher keiner der Neuen einen Assist beitragen. Sie, die Scheibe. Oh, schön gemacht. Hier. Entschuldigung. Oh, das kostet mich jetzt fast ein Tor, dieses Husten. Scheiße, Verreckter. McCann, Burke hält fest. Campbell. McDavid. Oh, schön. Behält die Scheibe. McDavid hat viel Platz. Nutzt die Chance aber nicht. Dobson souverän. Sollte abgelegt werden zu Tavares, glaube ich. Jawohl, der holt sich aber scheinbar wieder zurück. Tor! Oh, John Tavares. Möchte die Scheibe reinlegen und dann trifft er, glaube ich, genau die Stelle, die bei jedem Torhüter am verwundbarsten ist. Ja. Spielt sie ihm dann genau zwischen die Beine rein. Der Torhüter geht runter und der fälscht sie dann hinten ins Netz ab. Use. Und das nächste. Oh Gott, das waren jetzt zweimal so ähnliche Dinge, oder? Jetzt pass mal auf. Schauen wir uns erstmal den ersten nochmal an, kurz. Ja, da profitieren wir davon, dass der Torhüter wieder nicht am Pfosten geht. Stehen bleibt, parallel mitgeht. Hier kriegt er dann unten an die Kufe. Das ist ein absolut weirder Gameplay-Fehler. Dass der Torhüter da keine Reaktion macht, sondern im Stehen mit rüber geht. Und dadurch eben die Scheibe selber abfälscht. Und sie dann natürlich noch... Naja, da war sie zwar schon hinter der Linie, aber jetzt ist sie sowieso reingehauen. So, und jetzt da aber die Szene. Hughes kriegt einen Check. McKinnon legt ab, Tavares hat eigentlich alles offen. Ah, doch, schießt halb hoch, trifft den Arm von Mrazek und es ist aber dann schon zu spät. Tor ist Tor. Tavares mit zwei Toren, Hughes mit dem ersten Assist, glaube ich. Für die Team of the Season Riege. Konecny. Das ist jetzt ein weirdes Tor nach dem anderen. Das tut mir leid. Ist geblockt. Ja. So, wie kriegt Schmalz den das durch? Halb hoch. Mein Gott. Ja, er haut ihn rein. Wäre am Tor vorbeigeflogen. Aber durch dieses schnelle Durchglitschen hier, er hätte ihn gar nicht parieren können, weil der Arm geblockt wird vom eigenen Verteidiger. Hier glitscht er jetzt durch und durch dieses schnelle Durchglitschen haut dann halt ins eigene Tor hinten rein. Ah.
Wie gesagt, das sind die Glitches, wo ich einfach hoffe, dass die nächstes Jahr nicht mehr drin sind. Und wenn sie das nicht in den Griff kriegen, das ist, ja, schade. Das fände ich sehr, sehr schade. Lithium, oh! Das war nicht abgemacht zwischen Jones und Seagrass. Das hat man sofort gemerkt, Konesny. Seagrass holt sich die Scheibe zurück. Lithium, du bist Verteidiger, hinter mit dir. Seagrass, Panarin. Oh, Panarin hat Platz. Panarin kann gehen. Chikrin kommt nicht mit. Oh, schade. Let's Jim, nee. Schläge dazwischen. Oh, Sprong. Tor. Und wieder ein Eigentor. Nee, da kickt er ihn. Wird es deswegen nicht gegeben? Weil er ihn kickt? No goal, kicking motion. Finde ich es cool, wenn man dann das vielleicht hören würde und eine Stimme vom Ref hören würde, die sagt, oh, schön gespielt. Aber jetzt steht es 9-4. Die sagt, hey, pass auf, Kicking Motion oder so. Finde ich richtig cool. Nur zumindest eine Einblendung, warum es kein Tor war. Und jetzt haben sie es auch mit dem Punktschicht, oder? So viele Treffer haben wir schon lange nicht mehr kassiert gegen Team of the Week. War noch gesagt, auf dem Papier sind sie nicht so stark wie die anderen. Sie strafen uns Lügen. Das kommt nicht so durch, wie es sich wünscht. McKinnon probiert's. Masek fliegt aber durch seine Zone. Dobson. Masek mit dem nächsten Save. Oh, Hughes kriegt ihn nicht. Campbell gegen Skinner. Campbell sagt jetzt zumindest mal, hey, du raus. Du stehst mir im Weg. Das ist Jack Hughes. Jack Hughes! Nein. So machst du keine Tore. Fiana. Skinner. Tavares. Tavares! Hattrick! John Tavares! Heisey und McDavid ziehen gleich nach. Auch Heisey mit dem Hattrick.
Mrazek wieder mit dem Klassen-Save. Jones. Oh. Heisi, Lidström gegen Stone. Krejci. Givu. Gewinnen wir. Souverän sieht anders aus. Aber alles 4 Punkte. Das haben wir schon mal nicht drin, schade. Ja, das ist ganz gut. So. Es war ein lahmes Mitteldrittel eigentlich, ne? 6-1, 1-1, 4-2. Passt. Bin ich ganz zufrieden mit. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt ciao mit V. Und wir sehen uns dann unter der Woche wieder. Ja, zum Online-Gaming. Bis dahin, Tschüssikowski, ciao mit V. Und wir sehen uns. Wie gesagt, Mittwoch müssen wir noch schauen, wie wir das machen mit der Extra-Folge. Oder ob es eine Extra-Folge gibt. Genau. Bis dahin, wir sehen uns.